Recht herzlich willkommen zur 265. Folge von City Skylines. Ja, wir sind immer noch beim ÖPNV und gucke gerade hier, 378 minus, plus, geht gerade so, ne? Wir sind gerade im Plusbereich. Okay, müssen wir weiter schauen. Wir waren aber hier in diesem Bereich letztes Mal fertig mit dem Nahverkehr und müssen noch weiter nördlich. Ein bisschen sind wir drüber, hatten wir auch gesagt. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, dass wir hier oben was hinkriegen. Wie sind denn hier die Bereiche? Wir haben ja hier die Agrargeschichte, wir haben ja Wohngebiete und Arbeitsplätze auch in dieser Form. Das würde ich jetzt sagen, dass wir ja hier einmal gucken, wie das ist, dass wir das so verbinden und dann so verbinden. Schauen wir mal rein, ne? Also hier gibt es ja Leute, aber nicht genug. Die müssen wir noch machen. Müssen wir jetzt noch Linien bauen. Ist hier drinnen was? Oh, kreismäßig? Ich glaube ja, ne? Da geht's rein, da geht's raus, oder? Dann würde ich sagen, machen wir mal hier eine Haltestelle hin. Und hier, nee, da machen wir da eine Haltestelle hin und nehmen das hier noch mit. Fahren dann hier rüber. Können die hier tauschen, ne? Also umsteigen. Geht hier was hin? Okay. Dann machen wir da. Dort. Dort. Kommen wir noch wieder raus. Okay, den Weg. Dann würde ich sagen, noch hier eine. Dann hier eine. Und hier haben wir die Agrargeschichte dann, ne? Das heißt, hier sind Arbeitskräfte gefordert. Wo war die letzte? Da passt. Dann da eine hin. Geht's hier rum, ne? Die würde da lang gehen. Aber hier geht's lang, ne? Dann würde ich sagen, machen wir hier eine Wechselhaltestelle und hier gehen wir rein. Ja. Dahin. Und fahren dann hier durch. Weil hier waren, glaube ich, noch Büros. Kommen dann hier nochmal her. Fahren hier lang. Da geht noch ein Wechsel. Und fahren dann hier noch vorbei. Und schließen den ganzen Spaß hier. Dann haben wir das angeschlossen. So, wie sieht es hier aus? Hier fehlt es auch noch. Wo gibt es da denn so passende Gebiete? Okay, da bis zum Agrar gehen wir und dann auch wieder zurück, oder? Hier ist ein ganz bisschen. Ist aber nicht so entscheidend, ne? Ich glaube, wir machen hier. Und dann nach da. Oder nach da oben. Gute Frage, ne? Ich glaube, wir machen von hier aus. Da. Wo kommen wir denn da weg her? Kommen wir da weg? Ja, kommen wir. Hier ist eine Wechselhaltestelle. Machen wir, geht das? Ne, da ist, glaube ich, fährt der Zug. Sag schon. Nicht der Zug, die Straßenbahn fährt da nicht durch, ne? Ja, die muss dann da oben lang. Da können wir hier aber eine Haltestelle machen. Und fahren aber hier irgendwo lang. Wo war die andere? Da, dann kann hier noch eine hin. Und wir kommen hier lang. An dem Flughafen. Und wechseln da. Da kann man umsteigen komplett. Passt dann schon, oder?
Kommen da wieder zurück. Da fahren wir nicht durch. Fahren da weiter. Und ja, komm, wenn schon, denn schon da. Wechseln wir, ne? Wechseln da nicht, weil wir hier rein müssen. Da. Ich glaube, wir können hier irgendwo lang fahren, ne? Ja, diesmal geht das. Da ist ja einmal Straßenregelung. Ich glaube, da, dort. Da und nee, mach den mal weg, mach da noch einen hin und dann schließen. Dann haben wir die Linie auch, dieses Gebiet ist angeschlossen. Da ist gut, die fahren alle bis hier oben, können da wechseln, können am Flughafen fahren. Ist, glaube, top. So, hier gibt's auch schon was drin, da könnte aber ein bisschen noch mehr sein, ne? So, und hier diese, die müssen wir auch anschließen. Hatten die nicht hier ein Industriegebiet hier oben? Nicht wirklich. Ich dachte, da wäre ein Industriegebiet hier. Ist aber gar keins. Das heißt, die lassen wir auch da fahren, oder? So. Okay. Wir starten mal hier. Fahren da lang. Fahren da lang. Wechseln hier. Fahren dann da lang. Hier rüber. Geht das da rein? Ja. Da wechseln. Kommen dann da auch noch lang. Fahren hier lang. Und dann auf der Seite wieder zurück. Ja, geht nur da. Geht da. Fahren hier lang. Kommen dann da lang. Nee, stopp. Kommen wir da rüber? Müssen wir die noch wegmachen und machen die aber hier hin. Dahin. Und schließen da. So, dann haben wir da auch ein bisschen was. Ja, das ist erstmal gut so. Gut, hier haben wir dann das Gebiet erreicht. Hier müssten wir noch was machen. Dann nochmal bitte umschwenken hier drauf. Ja. Von hier nach da und dann hier durch, denke ich mal. Das wird das nächste sein und das auch das letzte sein dann in diesem Bereich. Da fährt noch sogar die Dingens lang. Wie heißt es? Die Straßenbahn. Gibt es denn hier eine Straße, die durchgeht? Nee, nee, das ist hier sackmäßig, sackbahnhofmäßig. Diese geht nur durch, ne? Ja, dann würde ich sagen, machen wir das doch hier. Da. Hier können wir irgendwo einen Wechsel machen. Da. Können die da auch rüberlaufen? Das ist eine Sackstraße, Sackgasse. Da geht's lang. Da geht's lang. Kommen dann da rum. Fahren dann. Geht's hier rum? Ne, die ist zu. Okay. Die ist da. Gut. Die war zu. Da ist gut.
und kommen wieder hier raus, oder? Alles ist gut. Dann haben wir das auch. Also, dies wollten wir noch mitnehmen. Obwohl die komplett durch die Straßenbahn ja erschlossen sind, ne? Ich glaube, wir machen hier noch eine Bahn hin. Die hier hoch geht. Warte mal. Dann, wo war die jetzt? Da. Wechselt da. Wechselt da. Fährt da lang. Hier lang. Hier lang. Da nochmal. Hier. Dort. Und hier, da und fährt auch hier wieder zurück. Vielleicht ist hier das ein oder andere Arbeitsplatz hier noch da. Und kommen hier noch vorbei und müssen hier noch lang. Nehmen wir die drei Haltestellen, die auch hier sind, und schließen dann hier. Dann haben wir den Bereich auch abgesegnet und haben irgendwie so eine Verbindung dann da auch noch hergestellt, ne? So läuft's, oder? Soweit so gut. Da haben wir, dort haben wir, ja, dann haben wir diese Geschichte abgeschlossen. Hier war ja, das heißt, bis zu diesem Fluss haben wir sind dann auf dieser Seite angewiesen, als nächstes dann das zu machen, ne? Gut, dann lass uns mal gerade ins Budget gucken, wie das aussieht, ob sich da was tut. Ja, unwahrscheinlich teuer gerade. Ausgaben sind riesengroß, Einnahmen sind ziemlich klein. Jetzt muss man gucken, dass man das irgendwie gesteuert kriegt, noch ein bisschen besser. Aber das war jetzt nicht so der Bringer. Die Straßenbahnen sind einigermaßen unterwegs. Dafür ist jetzt mal die U-Bahn schlecht unterwegs. Taxis sind jetzt aber besser geworden. Die waren ziemlich schlecht. Macht überhaupt einer jetzt gerade Plus? Nein, das ist alles im Minus. Das ist nicht gut. Ja. Da muss man mal schauen. Wie kriegen wir das hin? Gute Frage, ne? Hier müssen wir mal vielleicht das dahin kriegen, dass dann auch die Busse nachts fahren, ne? Und ja. Da müssen wir vielleicht auch mal nachts wieder was auf Schwung bringen. So, 100 ist überall, ne? Jetzt haben wir natürlich hier unten miese. Züge, Schiffe, Flugzeuge, das lassen wir weg. Taxis haben wir nochmal nachts richtig reingebuttert. Ja, 5000, 3900. Gute Frage. Gut, da haben wir schon dran rumgeschraubt. Das war jetzt nicht mehr so erfolgreich. Müssen wir gucken, dass da jetzt noch was passiert. Ja. Schauen wir mal. Gut, ich würde jetzt sagen, nächstes Mal widmen wir uns auf dieser Seite mit dem Personennahverkehr. Der fehlt ja noch, ne? Der war ja noch nicht. Hier fehlen ja noch die Buslinien. Die machen wir dann nächstes Mal. Und diesmal kümmern wir uns noch hier rum. Dann kriegen wir da auch was hin. Das Fenster muss mal zu, damit ich da dran komme. So, dann läuft das auch da wieder. Die haben wir dann alle aktiviert. Irgendwelche Friedhöfe noch oder sowas. Hier sind schon wieder ein paar Leute am Sterben im Haus. Wieso ist da so ein rotes Symbol? Muss mit Linie verbunden sein. Straßenbahndepot, okay. Mit Linie verbunden sein.
Okay. Was möchte das jetzt von uns dann? Muss mit Linie verbunden sein. Verstehe ich jetzt nicht so ganz, was er mir da sagen will, ne? Straßenbahndepot werden Straßenbahnen geparkt, die nicht in Betrieb sind. Straßenbahn im Einsatz 18. Ja, das verstehe ich jetzt nicht, was das von mir möchte. Ich kann ja hier keinen Punkt setzen, oder? Haltestelle hinzufügen, geht nicht. Ja, das ist sehr, sehr komisch. Sieht doch alles so aus, als ob es funktionieren könnte. Haltestelle zum Verlegen ziehen? Nee, will ich ja gar nicht. Ich will ja eine neue machen. Neue Linie hinzufügen. Okay. Und jetzt geht das nicht mehr. Wo fehlt's hier? Das ist die Frage. Okay. Wo fehlt das hier? Das funktioniert nicht. Das geht auch nicht. Kriege ich hier irgendwie eine Straße hin, die so funktionieren würde? Wahrscheinlich auch nicht. Was möchte dieses System mir sagen? Ich habe keinen blassen Schimmer, was das jetzt soll hier. Dass das Depot nicht angeschlossen ist. Nimm mal den Bagger und reiß mal das Stück Straße gerade weg. Und dann geht das nicht dahin, doch geht. So. Und da ist jetzt Sabbat. Weil drehen ist nicht, oder? So, das bedeutet, dass wir das gerade so machen. Aber dieses Depot ist deswegen trotzdem nicht angeschlossen worden, oder? Verstehe ich jetzt nicht. Ich zeige das nochmal mit der anderen Farbe hier. So oder was? Wieso möchte dieses Depot nicht funktionieren? Ich reiß das mal ab. Ja. Weg damit. Erneut hinbauen. Und jetzt passt es wahrscheinlich, weil vorher diese Straße nicht da war, ne? Wetten?
Ja, jetzt fahren sie auch raus da. Ja, gut, okay, dann funktioniert das erstmal so. Das mach weg. Obwohl jetzt hier keiner lang fährt, aber das ist jetzt auch egal. Das können wir auch nochmal beim nächsten Mal angucken. Gut, dann sind wir erstmal soweit durch. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, damit ihr eine Info kriegt, wenn wieder ein Video hochgeladen ist. Und Kommentare sind zum Kommentieren. Macht die gerne. Finde ich richtig gut, wenn ihr da was drunter schreibt, damit ich weiß, wo ich dran bin. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Ciao.